Ein wichtiges Ergebnis der beiden Enquete-Kommissionen war, dass man versucht hat, politisch zu bewerten und aufzuarbeiten, was da passiert ist. Denn die juristische Aufarbeitung, die hat ja nur sehr begrenzt funktioniert. Man konnte nicht das Recht der Bundesrepublik rückwirkend auf die DDR erstrecken, also konnte man nur wenig juristisch wirklich aufarbeiten. Da, wo man Verstöße auch gegen DDR-Recht ahnden konnte. Und insofern war die politische Bewertung und Aufarbeitung ein ganz wichtiger Pfeiler der Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit, um ein Stück Gerechtigkeit wenigstens darüber wiederherzustellen. Das Zweite war, dass die Akten offen geblieben sind, dass man sich auseinandersetzen konnte, auch persönlich mit der eigenen Vergangenheit, mit der Überwachung durch die Staatssicherheit, mit all dem, was da an Zersetzung passiert ist, an zerstörten Biografien und dass das bis heute offen gehalten wird, auch eine wichtige Errungenschaft. Also ich glaube, gerade am Anfang war der Fokus zu stark auf der Frage SED-Diktatur. Klar, die SED war die führende Kraft dieser Diktatur, aber es gab eben auch andere politische Akteure, die versucht haben, sich sehr schnell aus dem Blickfeld zu nehmen. Ich glaube, da hätte man genauer arbeiten müssen. Was mir fehlt, ist wirklich eine breitere gesellschaftliche Debatte. Und die entsteht nicht einfach durch Enquete-Kommissionen, die man einsetzt, sondern die entsteht auch durch eine mediale Auseinandersetzung, die entsteht durch Filme, die gedreht werden, durch Bücher, die geschrieben werden. Und ich bin aber sicher, dass diese Vergangenheit, über die wir hier diskutieren, nicht erledigt ist, sondern dass sie weiter auch kulturell, künstlerisch bearbeitet wird, dass sie auch in weiterer Gedenkstättenarbeit ihren Niederschlag finden muss. Gerade die Frage auch Demokratiegeschichte zu betrachten, zu dokumentieren, also nicht nur auf das Versagen in der Geschichte zu schauen und das aufzuarbeiten, sondern auch die positiven Momente der Demokratiegeschichte, auch den Herbst 89 stärker ins Blickfeld zu rücken, das ist eine Aufgabe, die uns bleibt.